Guten Tag zusammen. Heute schauen wir ganz einfach 2019 an. Was waren die Highlights von 2019? Was haben wir alles gemacht? Wie viele Videos etc. etc. Und dabei habe ich natürlich auch ein bisschen was Weihnachtliches für euch. Wir wollten natürlich ein Video um Weihnachten posten, aber wie das halt so ist, war alles so richtig voll. Aber wir fangen jetzt schnell an mit einem kleinen Clip in die Kirche in St. Anna hier in Herschbach, wo wir normalerweise spielen, von der Weihnachtsmesse. Viele machen jetzt so einen Jahresrückblick oder so. Und das dachten wir, machen wir auch, weil 2019 war unser erstes, sagen wir, richtiges Jahr hier mit dem Kanal, hier bei YouTube. Und vor ziemlich genau einem Jahr hatten wir gerade mal so die 1000 Abonnenten-Marke geknackt. Und mittlerweile haben wir fast 30.000, also nicht ganz, aber fast 30.000. Und das innerhalb eines Jahres, wenn man überlegt, das ist eine Orgel. Das ist ein Orgelkanal. Das ist also schon ziemlich unglaublich eigentlich. Dafür muss ich euch natürlich danken. Ohne eure Unterstützung wäre das natürlich überhaupt nicht möglich. Über das ganze Jahr 2019 haben wir inklusive heute 38 Videos gepostet. Das ist ziemlich viel, oder? Es gab sogar ein paar Monate, wo wir es leider nicht geschafft haben, irgendwas zu posten, weil wir viel unterwegs waren, mehr dazu gleich, aber wir haben 38 Videos gepostet und heute dachte ich, wir gucken uns ein paar von den Highlights an. Zurück im Februar 2019 haben wir angefangen, durch die Gegend zu reisen und andere Orgeln anzuschauen. Und die ersten zwei, die wir angeschaut haben, waren tatsächlich hier im Westerwald. Wir waren in Virges, in der große Kirche da in Virges, der Westerwälder Dom, wie es hier so heißt. Und da habe ich die Orgel präsentiert und ein paar Wochen später, oder sogar eine Woche später, waren wir in der Kloster Marienstadt, in der Abtei Marienstadt, um die große Riege-Orgel zu zeigen. Und hier sind ein paar Clips aus Virges und Marienstadt.
Im März haben wir angefangen mit bilinguale Videos. Ja? Und das erste Video, was wir in zwei Sprachen gepostet haben, war, als wir in Bonn-Limperich waren. Da war die englische Orgel von Orgelbau Schulte, die Binsorgel, Bins-Schulte-Orgel. Und da haben wir das Video einfach so gedreht und dann habe ich das so eine englische Version gedubbt danach. Es war natürlich nicht ganz so, wie wir wollten, aber es war auf jeden Fall ein Anfang. Viele Leute hatten damals geschrieben und gesagt, ey, ich verstehe dich nicht, du redest nur Deutsch. Wie wäre es mit einer englischen Version? Und eine Woche später, nach Limperich, waren wir zurück in Herschbach. Und da habe ich das erste Mal zwei Videos gedreht. Einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Und seitdem haben wir bilinguale Videos gepostet. Ich hoffe, ihr wusstet das. Ja? Deswegen gibt es auch die Fahne oben in der Ecke oder manchmal unten in der Ecke. Das ist die deutsche Fahne, natürlich für die deutsche Version. Und die britische Fahne zeigt dann natürlich die englischsprachige Version. Alles klar? Ende März war ein sehr wichtiger Termin für uns. Es war das erste Mal, dass wir Gackenbach besucht haben. Und das war eine legendäre Orgel, von der ich seit Jahren gehört habe. So eine große englische Orgel in einer deutschen Kirche, mittlerweile auch mit einer französischen Orgel verbunden, alles in einem Zentralspieltisch sozusagen. Aber die Orgel habe ich noch nicht gespielt gehabt. Und dann, Ende März, war es endlich soweit, wir durften die Orgel besuchen und ich war Feuer und Flamme für diese Orgel. Die ist wirklich, ich glaube, mittlerweile meine Lieblingsorgel hier in Deutschland. Und einfach fantastisch. Und das erste Video, was wir da gepostet haben, war Ende März. Und da habe ich eine kleine Improvisation gespielt über ein sehr berühmtes deutsches Marienlied, Wunderschön, Prächtige. Übrigens, ich habe unten Links natürlich zu allen Videos, die wir hier erwähnen. Und ihr könnt die dann alle in voller Länge gucken. Das wäre natürlich auch cool, weil dann lernt ihr wieder was über die Orgeln, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Viele sind natürlich etwas älter, aber die Links sind da. So, jetzt sind wir im April. April haben wir tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, wir haben 6 Videos gepostet im April. Da waren wir ziemlich fleißig. Und ganz wichtig im April, da haben wir endlich unsere neue Mikrofone bekommen und endlich mal austesten können. Und seit Anfang des Jahres hatte ich natürlich euch gebeten, ihr könnt euch unterstützen. Also wir wollen natürlich einiges erreichen mit diesem Kanal. Und das erste wichtige wäre natürlich, dass wir einen guten Ton haben. Und ich hatte noch alte Mikrofone da, die waren okay. Aber es gibt jetzt mittlerweile bessere Mikrofone und die habe ich dank euch finanzieren können. Ich konnte den natürlich nicht einfach so kaufen. So viel Geld war leider nicht da. Aber dank eurer Unterstützung konnte ich diese Mikrofone jetzt finanzieren. Ich glaube, die sind mittlerweile abbezahlt. Und die nutzen wir seitdem. Das waren echt tolle Investitionen. Danke. Im Mai haben wir nur 2 Videos gepostet. Tja, im Juni gar keine Videos gepostet. Wir waren natürlich in der Planung für unsere Hochzeit. Meine Frau und ich haben Anfang August geheiratet. Und das hat natürlich ein bisschen Planung gebraucht. Und es ist natürlich alles sehr schön geworden. Sie sitzt immer noch hinter der Kamera. Sie hat am 2. August Ja gesagt und das war natürlich schön. Hier sind ein paar Fotos von unserer Hochzeit.
Aber zurück zum Orgelthema. Wir waren im Mai unterwegs in Wiesbaden. Viele Kommentare, viele Leute haben sich lustig gemacht über meine Aussprache, aber Pech gehabt. Noch bin ich Brite und Deutscher. Also, ich darf das. Wir haben am 15. Mai ein Video gepostet von der großen Kirche in Wiesbaden mit der längsten Akustik, die ich kenne hier in Deutschland. Und dieses Video ist tatsächlich das beliebteste Video geworden von uns. Wenn ich jetzt mal hier drauf klicke, ich habe meine Statistik hier. Was für ein gigantischer Klang ist fast 370.000 Mal geklickt worden in diesem Jahr. Das erfolgreichste Video, was ich jetzt habe. Also das war wirklich fantastisch. Die Orgel an sich ist eine relativ normale Orgel. Ich meine das nicht böse, aber die Orgel hat auf jeden Fall fantastische Features. Da ist sogar ein Bett versteckt in der Orgel. Ja, das hat auch für ganz skurrile Kommentare gesorgt. Aber natürlich das Tollste an dieser Orgel ist die Akustik von der Kirche. Und falls ihr dieses Video noch nicht gesehen habt, also ich empfehle euch, dieses Video von vorne bis hinten durchzugucken, weil es einfach fantastisch ist. Und der Klang von der Orgel ist wirklich der Hammer. Also, hier ein paar Ausschnitte aus der Kirche in Wiesbaden. Übrigens, die Geräusche im Hintergrund sind unser schmatzender Hund. Ich weiß nicht, was er hat. Wahrscheinlich ein Haar im Mund und schmatzt darum. Willst du auch gezeigt werden? Er legt sich einfach hin und schmatzt weiter. Zurück zu Wiesbaden.
Toll, ne? Ja, das war eine Orgel. Also, dann haben wir eine kleine Sommerpause gemacht, weil, wie gesagt, wir mussten heiraten. Wir müssten heiraten, wir mussten heiraten. Wir haben geheiratet. Es war schön. Es war schön, es war toll. Danke, dass du ja gesagt hast. Sie grinst im Hintergrund. Okay, so. Nach der Sommerpause habe ich euch gezeigt, dass es muss nicht eine Riesenorgel sein in einer riesigen Kirche. Wir haben kleine Orgel besucht. Das war eine kleine Orgel hier in Marienhausen, ein paar Kilometer weiter von hier entfernt. Also Link findet ihr unten. Das blenden wir jetzt nicht ein. Dann waren wir in Duisburg, oben im Ruhrgebiet, wo wir eine schöne alte Barockorgel, zumindest Barockstilorgel, gezeigt haben. Da habe ich tatsächlich ein Boogie-Woogie an der Orgel gespielt. Dann im August waren wir wieder unterwegs und wir waren auch wieder hier im Westerwald, nicht weit weg von hier, in einer kleinen Kirche in Weidenhahn. Und da habe ich eine kleine Improvisation gespielt über so, in einer so Pastoralart. Hier einen kleinen Ausschnitt. Im September haben wir es endlich geschafft, die Toccata und Fuge in D-Moll von Johann Sebastian Bach aufzunehmen. Und wir haben dafür keine Barockorgel ausgewählt. Wir sind zurück nach Gackenbach zu unserer tollen englisch-französischen Orgel gefahren und da haben wir es endlich aufgenommen. Und ich glaube, also für meine Verhältnisse ist natürlich eine Live-Aufnahme, es war keine Studioaufnahme. Also wir haben das gut hingekriegt in der Kirche, falls ihr es noch nicht gesehen habt, Link natürlich wie immer unten. Im Oktober
haben wir 5 verschiedene Videos gepostet. Wir waren viel unterwegs. Wir waren in Flörsheim. Da haben wir eine richtig Barockorgel gezeigt. Link dazu unten. Da hatten wir ein paar technische Patzer leider. Ich wollte ganz andere Sachen zeigen und aufnehmen. Und irgendwas stimmte mit der Mikrofonie nicht. Und wir konnten es nicht machen. Aber ich habe euch versprochen, wir sind nächstes Jahr wieder in Flörsheim an der Orgel. Und mein Chef, der Andreas Großmann, der ist unser Kirchenmusikdirektor hier im Bistum Limburg, der hat gesagt, ja, du kannst jederzeit kommen und filmen. Wir freuen uns. Und das werden wir dann nächstes Jahr wieder machen. Und Ende Oktober waren wir dann an vielleicht an der lustigsten Orgel von diesem Jahr. Das war die Orgel in Sinzig. Der alte Walker-Orgel, restauriert von Kleist vor ein paar Jahren und in dieser schönen kleinen Kirche in Sinzig. Eine ganz bescheuerte Orgel, und ich meine das im positiven Sinne. Wie verrückt ist diese Orgel, habe ich das genannt. Und das war tatsächlich das zweitbeliebteste Video in diesem Jahr mit fast 170.000 Klicks seit Ende Oktober. Also überleg mal. Ne? Also die englische Version davon, komischerweise, How Crazy is this Organ? Das war viel weiter unten. Das war nur 55.000 Mal geklickt worden. Komisch, ne? Also die deutsche Variante scheint immer beliebter zu sein. Dankeschön. Wir haben natürlich weiter ein paar Videos gepostet im Dezember.
da, weil die Ohren, ich habe gesagt, weil die Ohren immer so verstimmt sind in den kalten Monaten vor Weihnachten, ist es manchmal schwer, die aufzunehmen. Und wir hatten ein paar Improvisationen aus Gartenbach schon aufgenommen gehabt. Die haben wir dann gezeigt in ein paar Dezember-Videos und so weiter und so fort. Tja, das war's, würde ich sagen, für 2019. Danke für eure Unterstützung. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr uns auch finanziell unterstützt habt. Also unten findet ihr wie immer die Links. Wir haben Patreon, wir haben Steady. Das sind so zwei so Mitgliedmöglichkeiten sozusagen. Und PayPal.me ist immer noch da, falls Leute eine einmalige Spende spenden wollen. Also es ist alles fantastisch von euch, Dankeschön. Wir rüsten immer weiter auf. Wir haben im Laufe des Jahres eine GoPro-Kamera gekauft, damit wir bessere Qualität oder qualitativere Videos posten können. Kann ich das sagen? Qualität? Ja, ich sag das einfach. Das haben wir gemacht. Und wie geht's dann weiter 2020? Naja, jetzt gebe ich euch wieder die Möglichkeit, uns zu helfen, beziehungsweise uns Ideen zu geben. Was wollt ihr denn 2020 sehen? Natürlich werden wir weiterhin reisen und neue Orgeln zeigen. Wir werden bestimmt ein paar alte Orgeln wieder besuchen. Welche Orgeln wollt ihr wiedersehen? Also ich weiß, dass viele englischsprachige Leute wollen Marienstadt sehen. Die wollen eine englische Version von der Marienstadt-Orgel haben. Das machen wir auf jeden Fall. Aber gibt es andere Orgeln, die ihr wiedersehen und hören wollt? Also sagt Bescheid. Wir freuen uns. Also danke für 2019. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, wenn es soweit ist. Und wir sehen uns wieder in 2020 mit hoffentlich toller Orgelmusik. Bis dann. Dankeschön. Tschüss, tschüss.